Es gibt noch jetzt was zu sagen, zwei Dinge. Einmal, es ist doch im Bundestag die Übergabe. Wir haben noch mal reingeschaut ins Internet, weil der Amtseid ist ja abgelehnt. Aber die Übergabe findet, Staffelübergabe findet im Bundestag statt. Also Bellevue ist gestrichen, weil, nur dass ihr es wisst, alles im Bundestag. Von daher macht es Sinn, dort um 11:30 spätestens da mal vorne zu sein in der Nähe. Ich nehme an, da ist auch entsprechend der Presseauslauf. Das ist das Erste. Noch zur Ergänzung zu der Veranstaltung heute Abend. Es geht ja auch um viel mehr. Die Herausforderung, der Werner hat es angesprochen, deswegen haben wir den Franz Alt ja eingeladen. Die Mobilität im 21. Jahrhundert hat ja sehr viel damit zu tun, ob wir ein öffentliches Nahverkehrssystem haben oder ob wir in diesem Verkehr ersticken. Und ich wollte eine Information noch reingeben, die auf uns auch zukommt. Am 8. Mai habe ich ja eingeladen, den Konstantin Wecker, dass er auftreten kann. Er war ja immer musikalisch hier dabei. Und auch der Franz Alt kommt nach Stuttgart am 8. Mai. Und wir haben vorgeschlagen, dem Demo-Team und dem Bündnis, an diesem Tag, ist der Tag des Kriegsendes. Und das ist eine große Verpflichtung. Wir haben ja den Krieg nach außen oft geführt ums Öl. Erinnert euch, gerade von Stuttgart aus sind ja die Stationen, Afrikom, Eukom und die Waffen. Diese Kriege haben letzten Endes dazu geführt, ums Öl, dass der Krieg in unsere Städte zurückgekommen ist, im Straßenverkehr. Ihr seht ja weltweit in den Metropolen, die Leute laufen mit Gasmasken rum, in Shanghai, in Tokio, in Peking, in vielen Orten, weil das Auto, und wir kennen es vom Neckartor, uns selbst vergiftet. Diese großen Zusammenhänge denken wir gar nicht, wir formulieren sie auch nicht mehr, dass der Krieg nach außen um den Rohstoff Öl ein Krieg nach innen auf unsere Straßen angekommen ist. Solche Zusammenhänge werden nicht gedacht und auch nicht nach außen getragen. Und der 8. Mai ist ein guter Termin, weil es hieß, keine Kriege mehr und nach außen eine Welt der Solidarität zu schaffen. Also, ich habe das vorgeschlagen, vielleicht nehmt ihr das mit, dass am 8. Mai wir da nochmal etwas machen. Feinstaub wird ja sein, eine große Demo am 30.09. in Stuttgart E von dem Bündnis. Und am 8. Mai hatte ich vorgeschlagen, wäre das eine gute Möglichkeit, sogar einen Demozug dahin zu machen. Das will ich jetzt nicht vorweggreifen, aber dort ist nämlich die Friedenskirche um 20 Uhr abends, wo die beide auftreten. Das ist 100 Meter weg vom Neckartor. Das nur zu mitgeben. Aber die spannende Frage, ich finde, müssen wir viel mehr reintragen, dass unser Verkehrssystem zusammenhängend mit Stuttgart 21 mit diesen großen Zusammenhängen zu tun hat. Und deswegen haben wir ja auch eingeladen, zwei Experten, Werner hat es gesagt, die im Vorfeld einen Einstieg machen, dass wir auch diese globale Zusammenhänge sehen. Weil oft denken die Leute ja, die mit Stuttgart 21, die demonstrieren, das ist doch gegessen, Käse ist gegessen, das ist eine lokale Sache, was sollen wir uns da noch wehren, das wird gebaut. Nein, aber wenn sie hier durchkommen, dann ist es überall, kommen sie durch. Dann wird das so gemacht, gebaut und die Folgen tragen die Enkel. Die Enkel fechten es besser aus, heißt es dann so schön. Weil das sind Langzeitfolgen für Mobilität, was der ganze Globus nachher auch zur Zerstörung bringt. Und eine Mobilitätsfrage ist auch eine Überlebensfrage geworden, mit welchem System. Das wollte ich dazu sagen, deswegen ist es sehr gut, dass wir so eine Konferenz heute mal haben. Ich hoffe auch, wir machen dann selber noch eine Pressemitteilung von heute Abend, wo wir so einen Extrakt der Thesen auch nochmal machen, damit wir dieses Thema in den Bundestag hineinspielen. Das ist eine globale Frage, an welcher Stelle wir das durchbrechen, dass der Privatverkehr mehr in einen gut funktionierenden öffentlichen Verkehr übergeführt wird. Und dafür stehen wir auch und nicht nur, wie es so schön heißt, jetzt ein Projekt, das für in der Öffentlichkeit schon als jetzt gegessen gesehen wird. Nein, da müssen wir die Reibungsfläche offen halten in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Deswegen, das wollte ich nur noch anfügen. Und ich denke, wir bleiben hier noch bis 10, oder? Ist dann guter, so bis 10 Uhr, dann beginnt es ja hier. Man sieht ja nicht so viel Bewegung. Also wer noch was sagen will oder auch die Berliner noch etwas beisteuern wollen, dann gibt es ja vielleicht auch von Berlin neue Meldungen, oder? Ich weiß ja nicht, wie die in die Gänge kommen. Der neue Senat hat ja geholfert, aber vielleicht gibt es ja auch dort Zeichen für eine neue Verkehrspolitik. Und im Bund wollen wir mal sehen, was die Bundestagswahlen bringen. Ich denke, wir sollten uns ruhig in Stuttgart auch einmischen. Die kommen ja alle mal runter, Dobrindt und so weiter. Die machen alle ihren Wahlkampf auch in Stuttgart. Irgendwann, und das sollte man auch im Auge halten, vielleicht gibt es neuen Anlauf auch für die Mobilität in der Auseinandersetzung im Rahmen der Bundestagswahl. Okay, das wäre es. Ich gebe das Mikrofon also auch weiter, wer noch was sagen will.